Oder ein Reboot. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, angeblich arbeitet Platinum Games an einem Ninja Gaiden Reboot mit Team Ninja zusammen. Oh, das könnte geil werden. Das könnte echt geil werden. Das könnte richtig geil werden. Also das wäre etwas, würden wir begrüßen. Ist abgesegnet von der Meisterelite. Oder ansonsten kann ich auch gerne empfehlen, mal The Messenger zu spielen, der die klassischen Ninja Gaiden-Spiele mag. Ein verdammt gutes Game. Ja. Vier geheimnisvolle Pfade, los geht's. Let's go. Let's go! Ja. Ja, dann wechsle ich doch mal einmal auf Mario. Okay, die Brüder! Brüder wieder am Start. Nee, das ist schon mal extrem uncool mit solchen komischen Farben. Er hat mich erwischt. Also das sind echt beschissene Gameplay-Elemente. Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Wir haben damit bestimmt Spaß. Oh Gott, nee, da ist kein Pfad. Rette meinen Bruder! Oder so. Das war jetzt so ein Leap of Faith. Ich bin unser Lebenkiller heute. Der Lebenkiller. Der neue Thriller. Es gab doch hier mal Rudolf Orten, der Legend Killer, ne? Genau, Rudolf Orten. Ich habe den tatsächlich echt immer Rudolf genannt. Randy hört sich, also der Name Randy ist der deutsche Name Rudolf, finde ich einfach mal. Ist einfach so, ja. Exzellent. Rudolf Orton. Nein. Ich glaube, das merke ich mir. Es vergeht auch keine Folge oder keine Aufnahmesession, wo wir nicht einmal irgendwie eine Wrestling-Anspielung oder sowas haben. Es ist halt, ja, es ist allgegenwärtig. Oh, guck mal da hinten. Der Stempel. Ah! Schön synchron hier wieder sind. Das ist läuft der mal. Stern. Ja, und das sieht nach Spaß aus. Es sieht sehr einfach aus. Easy. Guckt, so geht es. Ja. Braucht ihr nicht auf irgend so einen Kanal von so einem Profi-Gamer zu schalten. Die haben ja eh mehr Glück als Skill. Und Verstand. Scheiße. Seht ihr, das ist das, was ich, warum... Ich bin deswegen vorhin gestorben. Jetzt das auch wieder, weil ich wieder, wir haben wieder moralische Dinge im Jahr 2022 hinterfragt. Du kannst nicht einfach gegen Influencer schießen, weil sie, die sind weitaus mächtiger als du. Einfach weil sie reicher sind. Und die lassen dich einfach sofort sterben. Richtig. Ich hätte dich jetzt in der Luft eigentlich noch vorher dahin wegwerfen sollen. Du hättest mich einfach wegwerfen sollen, ja, aber dann hätte man uns ja wieder Sachen unterstellt. Zum Beispiel, dass die Krone wichtig wäre. Irgendwann reicht es einfach auch mal mit dem Arsch sein. Außer also, du machst Tore mit dem Arsch. Ja. Und da sind wir dann an der Stelle bei mir auf dem Channel reingucken. Hier Mario Strikers. Auf jeden Fall. Dieses Tor ist sehr, sehr sehenswert. Allein ich dieses Tor. Da ist das Jahrhunderttor von Diego Maradona ein Scheiß dagegen. Genau. Komm, ich mach mal ein einfaches Level. Ich geh mir einfach einen Stempel holen. Ja. Seems legit. Schon wieder geil. So ein hässlicher Feenstempel. Geil. Einfach richtig worth. Alter, ich komm doch nicht mal mehr durch eine Tür.
Ja, es wird mal Zeit für ein Tutorial-Level für sowas. Nintendo, warum macht ihr sowas nicht? Macht für alles Tutorial-Level. Nintendo schreibt sich auf die Fahne, jeder, also wir machen Videospiele für jeden, jede Altersklasse. Ja, und dann muss ich mir sowas hier anspielen lassen. Ja, ne, und dann kein Tutorial für Leute, die nicht durch eine Tür gehen können. Das geht einfach nicht, Nintendo. Das ist auch ein Skill, den habe ich im echten Leben nicht. Ich habe hier sämtliche Türen abmontiert, weil ich das einfach nicht kann. Also Türen abmontieren kann ich. Aber durch eine Tür gehen. Das ist das. Das ist die Handwerkskunst. Das ist die Handwerkskunst. Ich als absoluter Nicht-Handwerker. Ich auch als absoluter Nicht-Mathematiker. Ich kann ja nicht mal 8 Welten zählen, wenn da steht Schloss. Denke ich, ja, das ist die letzte Welt. Sollte man ja auch meinen, aber nee, heute wirst du echt nur noch verarscht. Es ist einfach so. Alles verarscht dich. Was früher im Videospielen Gesetz war, ist heute einfach nur noch nichts mehr wert. Außer die Dreisprungregel. Also, dass der Endgegner 3 Hits braucht, das ist nach wie vor. Oh fuck. Und da liegt eine Krone. Auf den Stacheln. Ja. Und er opfert sich nur, um das Ding zu holen. Ja, die ist ja auch wertlos. Opfert er einen Hitpoint, den wir später wahrscheinlich noch brauchen, um das Level abzuschließen. Er lässt mich einfach wieder zurück, dass ich die Krone wieder verliere. Da hinten ist ein Stern. Hä? Da oben drin. Ja, wie kommen wir da ran? Ja. Hätten wir die Katzenanzüge noch, ging das, glaube ich. Vielleicht, warte, wenn einer mit Anlauf springt und der andere springt genau in dem Moment, in dem der andere springt, hier so hoch und stützt ihn ab oder so. Ja, aber ich kann dich doch auch einfach nehmen und du kannst dann springen, während ich dich werfe oder so ein Scheiß. Okay, das kriegen wir hin. Vielleicht sollte ich dich werfen, weil du kannst da höher springen als Luigi, ne? Das stimmt, ja. Warte, ich versuch mal von dir abzuspringen, da brauchst du mich nicht zu werfen. Vielleicht kann ich dann höher kommen. Oh. Also wie meinst du jetzt? Nimm mich. Ja. Und anstatt mich zu werfen, springe ich von dir ab. Bringt auch nichts. Lass mich mal gucken, ob ich dich noch ein bisschen weiter werfen kann. Weil ich ja höher springen kann. Oh fuck, jetzt bin ich zu spät gesprungen. Ja, alles gut. Ja, dann, weiter geht's, oder? Ach nee, guck mal, wer da ist. Ja, schon wieder. Okay, Blessy, das läuft. Okay, du beschleunigst, ich springe. Okay. Da ich hier auch mal was mache. Tod den Ungläubigen. Ah, guck mal, wie wir das Geld hier holen. Ja, hier 1A, zack, 200 Punkte, die gehen alle an uns. Das war schon? Das war. Bestimmt ein Stern übersehen. Bestimmt. Oh Gott. Oh, guck mal, ein Katzending. Den hätten wir vorhin gebraucht. Zurück den Stern holen. Geht ja so gar nicht mehr. Ja, Mensch. Hätten wir jetzt den Katzenanzug noch, ey. Dann könnten wir jetzt zurückgehen. Ey, das ist aber eine Taktik. Wir holen einen für den, für die Ersatzbox, sterben und holen den Stern. Weil, was machst du auch bei 282 Leben? Ich glaube, das können wir uns schon mal gönnen. Es ist noch Spielraum für Fehler da. Was heißt hier Fehler? Das ist ein einkalkuliertes Sterben. Das machen Speedrunner auch, um schneller in der Ladezone zu sein. Das Speedrun-Argument, das klingt sehr schlüssig auf jeden Fall. Schnappt ihr den, der geht in die Box. Wir sterben jetzt. Nicht? Wenn man das nicht? Okay. Ach, du meinst jetzt, wir sterben beide und holen dann den Dings aus der Box raus. Ach so. Richtig, und holen dann den Stern.
Naja, das ist ein sehr gerissener Plan. Ich sag ja, das ist ein taktisches Sterben. So, wer von euch zu Hause wäre auf die scheiß Idee gekommen? Also keiner, weil ihr alle den schon beim ersten Try gehabt hättet, aber das ist egal. Das ist egal, also, darum geht's jetzt. Ich bin nicht drauf gekommen, bis ich es gerade bemerkt habe, was du vorhattest. Das ist der Masterplan einfach. Ja. Also wären wir beim A-Team, dann wärst du wahrscheinlich Hannibal. Ich liebe es, wenn ein Plan. Ja. Ja, wahrscheinlich wäre ich aber Hannibal. Der Typ mit den verrückten Ideen. Aber das so, war eigentlich, das war ja jetzt eigentlich mehr Murdoch. Stimmt, ja, stimmt. Ja, obwohl, nee, der hatte eigentlich keine verrückten Ideen, der war einfach der nur war verrückt. Verrückt. Okay, jetzt. Oh. Ich sag jetzt nicht, dass wir jetzt den Skill auspacken. Sonst wäre das ja, weil das wäre ja gelogen. Oh Mann! Alle Scheiße! Echt mal, ey. Scheiße auf dieses bekackte Spiel, ey. Welcher Dödel hat überhaupt die Idee, das zu spielen, ey? Alter. Da oben ist doch schon noch einer. Ne? Schnell! Ich krieg die Krone! Die natürlich nicht wichtig ist. Von wegen, ey. Den 10.000er nehme ich noch mit. Was ist das? Wahrscheinlich der nächste Charakter für ein Mario Spin-Off-Spiel. Die 10.000 hätten es wirklich gerissen. Ja. Oh, das können wir brauchen. Ja. Ey, guck mal! Die nächste Slot-Maschine, ja. Die gehen wir holen. Aber mal sowas von, ey. Müssen die Aufnahme noch ein bisschen künstlich in Länge ziehen. Durch Glücksspielwerbung, ne? Und jetzt machen wir einen Cut. Ne, machen wir nicht. Oh, soll ich mal? Jo, mach mal. Ja, gut, scheiße. Ja, alles klar. Ey, 100! Ja, der Trostpreis, den man, glaube ich, immer kriegt, oder? Bestimmt ich mein, nicht. Es sind Nintendo-Glücksspiele, da verliert man nicht. Außer es ist Mario Party. Außer es ist der erste Mario Party Teil. Da gibt es fast so Münz-Minispiele, wo alle gewinnen. Das ist auch irgendwie so ein Wahnsinn. Das letzte Mario Party war, glaube ich, schon das 10. Spiel in der Reihe, ne? Oder das 11. oder so. Ich glaube... Oh, wie jetzt fragst du mich was. Oder war, ich meine, auf der Wii U, da hieß das war Mario Party 10. 10? Das ist auf der Wii U mal Mario Party 10, jetzt gibt es auf der Switch noch 2, also sind wir beim 12. insgesamt. 2 sogar, ey, halt. Ja, es gibt dieses Mario Party Superstars und dieses All-Stars, oder wie das heißt? Die ist auf der Wii U. Nee, das Super war Mario Party, genau. Die ist auf der Wii U, das war dann, glaube ich, mit diesen Amiibo-Karten dann noch, ne, wo fast alle Spiele nur mit diesen Karten zusammenhingen. Ja, also es gab zumindest mal so einen Amiibo-Spielmodus, der das klassische Mario Party so ein bisschen hatte. Ja, alles andere. So, wir machen Licht. Töten Buhus. Oh, ja, oder auch nicht. Ich hab gedacht, wir könnten die töten. Nee, da bräuchten wir die Protonen-Packs. Aber nicht die Strahlenkreuzen. Richtig. Ey, guck mal, ist es da vorne ein Drücker für mich? Scheiße, mein Leben hat einen Zweck. Jo. In diesem Moment erfüllt er sein Schicksal. Geil. Für einen Stempel. Richtig worth. Und jetzt musst du aber hier sterben. Gib ihm. Ich hab gedacht, das wäre ein Sternwert. Die kann man echt töten damit, wenn man lange genug drauf hält. Wusste ich auch noch nicht. Oder ich hab's vergessen. Schnell!
Ja, halt mal drauf. Die sterben ja eh. Zählt nicht für Knochentrocken. Nee, das sind keine Geister. Ist es... Also, wenn wir auf diese kleinen Uhus oder so, ne? Wenn du da dein Licht drauf hältst... Scheiße. Was wir jetzt nicht mehr beweisen können, aber ihr könnt noch mal zurückspulen. Für mich sah das so aus, als ob die, wenn die angeleuchtet werden, da verziehen die den Mund so, als ob die einen ganz bestimmten Bart haben von einer Person, über die ich jetzt nicht weiter reden will. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, wenn ihr das jetzt noch mal seht. Ich rede nur von diesen kleinen Buhus. Boah, als wäre ich da fast runtergelaufen. Okay, ey, da ist was. Scheiße. Alles gut, ich hab dich. Ja. Ne, ich rede nur von denen da jetzt. Oh, kacke. Ja, jetzt haben wir's verkackt. Haben wir verkackt, ne? Naja, das hilft leider nicht. Ja, schade. Jetzt können wir es nicht nochmal nachweisen. Natürlich gehst du in die richtige Tür, Bruder. War das echt die richtige? Ja. Oh. Boah, scheiße, ey. Du bist einfach richtig geskillt. Aber wer hat die Plattform da angefressen? Ne, ich rede von den Geistern da. Also wenn wir die jetzt anleuchten können, da würdet ihr Dinge sehen. Das Unfassbare. X-Faktor. Natürlich, direkt der Headshot. Du bleibst auch einfach stehen. Ich bemühe mich gar nicht mehr. Aber es Zeugnis, er bemühte sich. Er war stets nicht bemüht. Ich war stets nicht bemüht. Okay, kann das Ding jetzt so drehen, dass ich auf der Plattform lande? Gut. Ich hab, weißt du, ich war aus Angst erstarrt runterzufallen. Aber wir sind so richtig gut. Gut, es war ja auch eigentlich angedacht, dass du da irgendwie halt diese Lampe halt hast. Ne? Ja. Ich bin tot übrigens. Leben-Counter 479. Aber spannender ist doch, wo liegt der Death-Counter? Ach, shit. Ey, immerhin hast du den Stern. Ja, also da habe ich keine Statistiken drüber geführt. Was? Oh Gott. Nein! Fuck. Wir wurden verarscht. Wir wurden schon wieder verarscht. Richtig verarscht, ey. Dieses ganze Level war eine dreckige Scheißverarsche. Dreckige Scheißverarsche. Ja, und ey, da der Stempel Luigi fällt auf die Fresse. Dieser Stempel, das sollte das neue Thumbnail für jedes Video sein. Alter, 40 Points. 40 Points. Ich kann mir gerade vorstellen, wie der Gobi sich versucht, in den Arsch zu beißen. Auch wenn er das mit der Krone nicht persönlich nimmt, aber... Das ist niemals persönlich. Und wisst ihr wieso nicht? Weil Disco zurückkommt. Achso, weil ich Spieler 1 bin, wollte ich sagen. Schaffen wir dieses Haus mit den 10 Sternen? Nicht, dass es so wird wie der Ballsport. Es kommt drauf an, was jetzt die Thematik bei diesem ist hier. Krallen Nein. raus im Rätselhaus, also Katzenscheiße. Let's go! Ich nehme es mal einmal vorweg, weil ich habe schon gesehen, das hier ist quasi eine Preview von dem neuen Mario-Film. Alles, was wir hier machen. Wir haben das Drehbuch geleakt, in dem wir spielen. Wir haben es gelesen und umgeschrieben. Ich wollte dieses Luigi-Feld auf die Fresse nachahmen. Zu einfach. Sagen Sie, sagt er und rennt voll am Stern vorbei. Jo. Irgendwas stimmt hier nicht. Achso, okay. Sehr gut. Schon da waren wieder? Wir doch gerade eben schon. Das ist jetzt mal übelstes Level-Recycling. Ich copy-paste. Cool! Ich wollte gerade sagen, hat er echt cool gesagt. Hat er einfach wirklich. Ey, da waren wir doch auch gerade eben. Jetzt hat man einfach mal Blöcke hinzugefügt. Cool!
Das habe ich nicht verstanden. Das klang japanisch. Gerade nochmal gut gegangen. Der Kampf um die Krone wird eng. Es wird eng in der Hose. Nicht, dass es wichtig wäre. Oh Gott. Easy. Letzter Stern, komm. Nochmal alles raushauen hier. Ach du Kacke. Was ist das für ein Lego-Turm hier? Oh, mich hat's erwischt. Wo ist der Stern? Da. Yeah, first try. Super gemacht. 5000 Punkte für die Krone noch extra geholt. Jetzt sind wir beide die Katzen. Cat Brothers. Jetzt sind wir eigentlich gesetzt. 10 Sterne extra rausgeholt. Das sind die letzten 10, die wir verpasst haben. Jo. Damit sprengen wir die 200er-Marke. Ziel ist erreicht. Ziel ist erreicht. Ich glaube, wir können das Spiel jetzt auch beenden. Echt mal.